glaub's ja nicht. Also Robert Straße zwischendurch, 5 Plätze zurück. Auch gerade passiert. Ja, das habe ich aber, den hätte ich eigentlich, der hätte mir ja eigentlich jetzt irgendwie über den Weg laufen müssen. Oder dann vorbeifahren müssen, ja. Ja. Na gut, dann gehen wir mal jetzt wieder vor auf die 3. Ich würde mal sagen, hier sehen wir jetzt die Schlussattacke. Ja. Jetzt hat sich der Achim 2 Runden Zeit, irgendwie die Finger ein bisschen zu lockern. Ja. Naja, vielleicht auch seine Reifen etwas sporen, aber momentan ziehen sie beide ihre Rauchwolken und Bremsspuren auf den Asphalt. Also Krause hier mit einem saugeilen Rennen. Also wie es auch immer ausgehen wird. Hammer, hammer geil. Er hatte lediglich das Pech bei dem Fehler von Rambo, dass er auf der falschen Seite war. Wäre er auf der Seite von König gewesen, würde er wahrscheinlich noch führen. Boah, das hätte ich ja gerne gesehen. So, letzte Runde. Das sieht gut aus für Achim. Ja. Ihr entschuldigt das bitte, dass wir nicht beim Führenden sind. Nein! Oh nein! Ach, das gibt's da gar nicht. Der kommt nicht vorbei. Krause hier mit dem Bremsfehler. Oh. Ja, perfekt quergestellt vor dem Rambo. Ja, aber dass wirklich nicht perfekt vorbeifahren konnte. Ja. Jetzt aber hier der Angriff. Oh, und Krause auch zu spät auf der Bremse und Rambo geht durch. Habe ich gerade gesagt, es gut ausführen. Achim, ja. Mann, ja. Sorry. Oh, es kommt der Konter, pass auf. Da kann man außen überholen, man muss sich daneben setzen. Und der macht zu, das gibt's doch gar nicht. Ich werd wahnsinnig, was für ein geiler Zweikampf. Ja, das war's. Ja, jetzt ist es gegessen. Rambo rettet den zweiten Platz nach einem Hammer-Hammer-Rennen. Mann, switch mal eben kurz durch nach hinten 8 und 9. Bevor ganz wir kurz noch den Führenden zeigen, der hat noch ein paar Kurven. Genau. Komani, ja gut, der ist hier im Prinzip jetzt dran an dem Thomas Wickler. Und fightet da, ich glaube mal, er braucht sich nicht beschweren, wenn er hier jetzt mit ihm fighten muss, weil er war vorbei. Dass er da jetzt wieder dahinter ist, war seine eigene Schuld. Dann lass uns mal den Andre zeigen, wie er seinen zweiten Sieg einfährt. Genau so sieht's aus. Dann kommt da der Herr König. Herzlichen Glückwunsch an Andre König, Doppelsieg auch hier in Brünner. Ja, guck dir die beiden weiter hier an. Genial. Ja. Unglückliches Ende für den Achim. Er hätte es verdient gehabt, er hätte den Alex Rambo so lange im Griff gehabt und dann ein kleiner Fehler und ich habe es verschrien. Sorry, ja, Achim. Genau. Also Alex Rambo auf 2, Achim Krause auf 3, Andreas Oehrlich auf 4, Mike Kolosche auf 5. So, wen haben wir jetzt hier? Wer kommt da? Andreas Borde. Daniel Lange-Hegermann auf 6, Andreas Borde auf 7, 8 Jörg Komani, 9 Thomas Wickler, 10 Mario Schili, den haben wir gerade durchhuschen sehen. So, dann haben wir auf der 11, wo kommt er? Der ist schon durch. Ach, der Dirk Sassmannshausen. Auf der 12 Felix Appelt. Auf der 13, da sind wir wieder live. Micha Würz, 14 Yves Nikus, 15 Robert Stratner, 16 Red Dunke, 17 Andreas Braun und ausgeschieden, leider. Ziemlich spät auch in Runde 14 erst in der vorletzten Runde, in Runde 12, so 3 Runden vor Schluss, Hans-Peter Meid. Zeichnen wir die Führenden, ich glaube, das ist ein schönes Bild, was wir hier gezeigt bekommen. Toll. Ich glaube, das hat fast allen hier richtig Spaß gemacht. Ja, das kann man deutlich sagen. Also uns auf jeden Fall, ich glaube, das hat man auch gehört. Ja. Großartige Geschichte. Das muss man ganz klar sagen. Also eins der
wieder mal richtig spannenden Rennen, die wir hier eigentlich bis zur Mitte der Saison in jedem Rennen hatten. Die letzten drei waren, oder die letzten zwei, sagen wir mal, waren etwas verhaltener, was die Action betrifft. Oh, hier gibt es dann kleine Karambolage im Übermut. Ja, wie gesagt, und hier mal wieder richtig das, was es hier tatsächlich heißt, Porsche in der Virtualität zu fahren. Und der einzig wirklich wahre Porsche Cup im Sim Racing. Also ganz, ganz großartiger Motorsport. So soll es sein. Ja, die Jungs, die hier starten, machen es aber auch zu einem wirklichen Spektakel. Selten so saubere, spannende, tolle Rennen gesehen, die sicherlich auch was mit dem Auto zu tun haben, aber auch ganz, ganz viel mit den Jungs, die hier am Start sind. Ja. Eine tolle, wirklich tolle Truppe in beiden Serien. So, dann hätten wir gerne die Herren König, Komani und Öhrlich und König Rambo und Krause zum Interview. Oh, das war jetzt, glaube ich, ungeschickt. Dann warten wir noch den Moment ab, bis die Jungs hier beim Interview sind und spielen nochmal unser Video ein. Und dann werden wir hier gleich eine ziemlich erschöpfte Gruppe von Simracern haben. So, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz im GT3 Cup, zum GSMF Cup in der 8. Runde in Brünnau zum Rennen des 17. und 18. Laufes. Nee, Quatsch, 16. und 17. Laufes. 18, 19, 19, nee, stimmt auch nicht. Also jedenfalls, scheiße. Sorry. Also zum 8. Lauf des GSMF Cups hier in Brünnau heute und nach einem etwas verhalteneren, aber auch nicht unspannenden Lauf, ersten Lauf, haben wir dann noch einen ganz spannenden zweiten Lauf gesehen. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal hauptsächlich mit dem ersten Lauf und da muss ich sagen, muss man den ersten dreien ein Kompliment machen. Das war relativ entspannt, würde ich meinen, also auf alle Fälle für den Sieger. Da kommen wir aber, zu dem kommen wir allerdings zuletzt und beschäftigen wir uns erstmal mit dem Andreas Öhrlich. Andi, mein Lieber, ich hab heute im Laufe des Rennens irgendwann mal gesagt, du bist sowas wie der Ole Hedderich des PMSC Cups. Wir hatten dann so ein bisschen schon mal im Vorfeld spekuliert, was dir denn heute einfällt, damit du auch von hinten das Feld aufrollen musst, nachdem dein Quali ja recht gut lief. Erzähl mal so ein bisschen deinen Rennstart, dein Quali. Ja, also erstmal Glückwunsch an die Sieger. Für mich war es eigentlich relativ unspektakulär. Also ich hatte zwar einen ganz guten Start, bin an dem Alex Rambo vorbeigekommen,
Ja, und hatte mich aber direkt in der ersten Runde wieder überholt, aber war abzusehen. Und dann auf Platz 5 eigentlich, ja, ohne große Zweikämpfe dann meine Runden gedreht. Und ja, dann hat es den Alex irgendwann mal rausgedreht aus der Strecke. Und er war dann Vierter. Und ja, dann irgendwann hatte dann der Stefan Kanitz. Stefan Kanitz, genau, ein Problem. Ich weiß gar nicht, was der genau hatte. Auf jeden Fall habe ich dann den dritten Platz geerbt. Ja, aber wie gesagt, ohne groß Zweikämpfe gehabt zu haben, war es eigentlich relativ meiner Position unspektakulär, aber ja, war relativ konstant gefahren. Die Reifen waren extrem am Ende dann zuletzt und ja, ich hatte kurz, glaube ich, 5% vorne links auf den Reifen. Ja, aber zum Glück hat es dann noch gepasst. Also auf alle Fälle Gratulation zu diesem dritten Platz. Also jo, danke schön. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die war sicherlich so nicht abzusehen, wenn die Ausfälle nicht gewesen wären. Aber letztendlich ein Ausfall ist genauso eine Rennaction wie ein Überholmanöver. Das heißt, es passiert und wenn man dann der Glückliche dabei ist, dann ist es auch verdient. Also da muss man sich mit Sicherheit nicht für schämen und das Rennen ist sauber gefahren. Also super Sache. Ja, bin auch total zufrieden. Also zweiter Lauf war auch in Ordnung und ja, das passt auf jeden Fall. Okay, alles klar. Also, dann hoffe ich mal, dass wir für die verbleibenden beiden Läufe dich mindestens noch einmal hier im Interview haben. Ja, ich hoffe doch auch. Okay, mein Lieber. Gut, kommen wir zum Zweitplatzierten, mein lieber Jörg. Da freue ich mich ganz besonders. Wir hatten dich erst zweimal hier im Interview in dieser Saison. Und das war auch ziemlich am Anfang, wenn ich mich nicht ganz schwer höre. Und du hast ja hier in dieser Liga, beziehungsweise in dieser Rennserie, ja, so einen gewissen Ruf erarbeitet. Das ist immer mal der, auch wenn man so ein bisschen mit Pech zu tun hat. Also nicht fahrerisch schlecht, sondern einfach immer da gerade unterwegs, wo man vielleicht in dem Moment nicht sein sollte. Aber im ersten Lauf zumindest alles gut gelaufen. Platz 2 nach einem ziemlich coolen Fight um die Spitze. Erzähl mal ein bisschen. Hat auf jeden Fall gut angefangen da drin. Also ich hatte Glück gehabt, dass ich doch eine einigermaßen Lenkkonfiguration gefunden habe noch, weil ich vor dem Rennen erstmal Airfactor noch installiert hatte, nach meinen Problemen, die ich hier und wieder hatte. Dann war alles weg gewesen. Ich hatte also eigentlich Grundkonstellation gehabt und musste eigentlich alles neu suchen. Deshalb, man möge mir verzeihen, meine unsaubere Fahrweise heute leicht. Das hat sich alles ein bisschen anders angefühlt als sonst. Ich muss da nochmal der Sache genau auf den Hintergrund gehen oder mag gehen, wo jetzt der Fehler dran liegt. Nichtsdestotrotz bin ich ganz froh, dass ich dann im Quali jedoch noch in der letzten Runde dann, obwohl ich eigentlich nur im Einfahren war, eine gute Zeit gefahren bin. War, glaube ich, P3 gewesen und vom Start weg dann eigentlich sauber mein Rennen fahren konnte. Und ja, ich glaube, wie gesagt, Stefan ist ja gerade erwähnt worden vom Server noch. Ich weiß nicht, ob ich den noch gekriegt hätte. Ich vermute mal ja. Meine Reifen waren dementsprechend waren sehr, sehr gut gewesen unterwegs. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit P2. Endlich bin ich mal auch hier gut ins Ziel gekommen und hoffe darauf aufbauen zu können. Und wir sehen uns. Ja. Genau, herzlichen Glückwunsch also hier zu Platz 2. Jörg, ich freue mich besonders für dich, also muss ich ehrlich sagen, weil verdient hast du es dir lange. Und jetzt hat es auch endlich mal wieder geklappt, auch wenn der zweite Lauf dann vielleicht... Magst du noch ganz kurz was zum zweiten Lauf sagen? Was ist dir da passiert? Ja gut, wenn ihr das hören wollt, ihr merkt ja, ich hole immer ein bisschen aus. Beim Start eigentlich nicht gut weggekommen, war das gut weggekommen, aber ich hatte schon im Gefühl gehabt, weißt du, in all den Jahren Simracing merkt man sowas. Ich habe am Gefühl gehabt am Start, da passiert mir gleich was und soweit auch gewesen. Vorne war link, ziemlich langsam gewesen, hinten war schnell. Irgendwo in der Mitte habe ich mich da befunden und auch Rambo ist ja da an mir vorher geflogen. Ich habe gedacht, der geht da jetzt durch mit einer Kanonenkugel. Wollte natürlich auch anschließen und bin dann irgendwo seitlich mit jemand touchiert. Natürlich so blöd, dass ich mich eingedreht habe und dann von ganz dann von ganz hinten wieder los. Aber man muss ja sagen, selten so sture Böcke gesehen wie hier auf der Strecke. Da geht aber keiner irgendwo mal kurz vorm Gas und lässt einen vorbei und Bruno eignet sich da wirklich am schlechtesten, selbst wenn du da 3 Sekunden pro Runde schneller bist. Ja. Die bist du an den falschen Stellen schneller, nämlich da, wo du eigentlich aufziehst den Wagen, da sind die anderen auf der Bremse und du kommst einfach nicht vorbei. Ne? Ja. Gut, mein Lieber, also. Dann trotzdem Glückwunsch zum zweiten Platz im ersten Lauf und wollen wir mal hoffen, dass dann in den verbleibenden beiden Rennen auch wie bei Andreas hier will ich auf alle Fälle nochmal irgendwie hier mit Mang haben. Wenigstens einmal möchte ich dich noch hören. So, kommen wir zum Rennsieger des ersten Laufs. Die Überraschung hält sich in Grenzen, mein lieber Andrzej. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, hier so eng,
Ja, in Oschersleben war es das ja auch, aber ich glaube, hier warst du, bist du echt Gefahr gelaufen, doch nochmal richtig Konkurrenz zu kriegen. Wir haben gesehen, bei Stefan Karnitz muss es das Lenkrad gewesen sein. Der ist einfach stumpf geradeaus gefahren in die Mauer, konnte auch überhaupt nicht reagieren. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht am zweiten Lauf teilgenommen. Aber es wird langsam spannender, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Das steht wohl fest. Also das war heute schon ein bisschen enger alles als sonst. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber nichtsdestotrotz, man bemerkt, dass die Leute im Laufe der Zeit halt immer stärker werden und es ist halt schon recht schwierig, sie irgendwie abzusetzen. Aber ja, wenn man zum Quali kommt und zum Rennen, also Quali, da war ich mir fast klar, dass ich auf 1 stehen kann. Und das ist mir auch gut geglückt. Und ja, erster Rennen war relativ entspannt gewesen, hat halt ein klein bisschen Konzentrationsprobleme, wahrscheinlich durch die Krankheit, aber ja, super gelaufen, von daher sehr zufrieden. Genau, genau. So, dann, wie gesagt, auch dir nochmal herzlichen Glückwunsch, dass wir dich nochmal im Interview haben, den verbleibenden 2 Rennen, da gehe ich mal von aus. Ja, danke. So, und, unseren Zuschauern sei einfach gesagt, dass der Angie nicht nur Meisterschaftsführender ist, sondern wirklich einer der performantesten Fahrer hier momentan im Feld ist. Und das ist einfach sowas von wahrscheinlich. Das ist keine Vorschusslorbeeren oder Sympathien oder sonst dergleichen Dinge. Das ist einfach purer Realismus. Und damit sollen auch die anderen überhaupt nicht abgewertet werden. Das ist jetzt einfach mal so. Und die ganze Saison. Und das würde mich schwer wundern, wenn das auf einmal anders wäre. Kommen wir zum zweiten Lauf. Und dafür übergebe ich liebend gerne an den Jens, der das Interview zum zweiten Lauf führen wird. User joined your channel. Ja, das kann ich mit folgenden Worten beginnen. Mann, Achim! Mann, das geht in die letzte Runde und ich sage gerade, das sieht gut aus für den Achim und dann verbremst du dich da. Nee, also, ich hab mich nicht verbremst, ich habe mich verschaltet. Oh, noch schlimmer, wie bitter. Ja, Erzähl mal, also dieser Zweikampf oder Dreikampf zwischendurch, den ihr euch da geliefert habt, der war ja vom allergemeinsten, eines der geilsten Duelle, die wir je übertragen haben. Erzähl mal. Ja, also ich hatte einen super Start, ne? Von 5 direkt auf 1, das passt natürlich super. Mir war aber schon klar, dass der Alex und der André dann wieder rankommen. Ich habe natürlich dann versucht gegenzuhalten, dann hat es dann kurz mal fast gekracht da in den Bergaufstück. Ich glaube, wer hat sich da weggedreht, der Alex oder der André? Der Alex. Ich weiß es, Alex war das. Dann haben wir zum Glück, ist keiner von uns irgendwo reingefahren. Ja, und dann konnte ich rundenlang vor dem Alex rumfahren, aber ich habe versucht, ihm immer die Tür zuzuschmeißen, dass er nicht vorbeikommt, aber durch den Fehler hat er dann noch in der letzten Runde das den zweiten Platz dann doch noch gekriegt, ja. Aber war ein super geiles, spannendes Rennen, ja. Ja, das solltest du dir das im Stream unbedingt anschauen. Also das, was ihr da gezeigt habt, das war wirklich vom allerfeinsten. Also ich habe hier auch während der Übertragung viele, viele Kommentare bekommen, gerade was euer Duell betrifft. Also sowas hat man nicht oft gesehen. Ja, und dann Glückwunsch natürlich an die beiden, an Alex und an André, klar. Für Platz 1, 2. War nicht sehr überraschend, aber trotzdem Glückwunsch. Ja, Alex, erste Rennen ein bisschen versemmelt, im zweiten von 10 gestartet, du bist ja auch irgendwie nach vorne geflogen, das war ja irgendwie, du warst ja gar nicht zu halten, was war denn da? Ja, so, mit dem zweiten Rennen anfangen, der Start war Weltklasse. Ja, gleich von 10 auf 3 war so richtig nach meinem Geschmack. Und dann kam halt rundenlang der Fight, zuerst mit Angel und Achim und zum Schluss nachher nur noch mit Achim. Ja, war schon geil. Also hat man selten so, dass man so geil fightet und ja, zum Schluss natürlich noch der kleine Fehler von Achim, der ihm wahrscheinlich den zweiten Platz gekostet hat. Ja, nee, bin im zweiten Rennen absolut zufrieden. Es sah zwischendurch aus, als würdest du so ein bisschen den Anschluss verlieren an den Achim. Hast du da einfach deine Reifen sich mal erholen lassen? Weil danach hast du ja wieder richtige Attacke geritten. Ja, ich hatte dann zwischendurch ein paar kleinere Fehler drin und ein paar Verbremser und Quersteher und dann, ja, dann war so eine Lücke von 1-2 Sekunden, aber keine Ahnung, da waren noch 3-4 Runden oder so und konnte die Lücke wieder zufahren und von daher war es nochmal richtig spannend zum Schluss. Ja, das haben wir gesehen und da haben wir uns ausführlich dran erfreut. Schön. Ja, kommen wir auch zum doppelten Laufsieger, André. Auch von mir mein wieder mal Glückwunsch. Auch wieder mal viel zu schnell nach vorne gekommen. Wir hatten gehofft, dass es mal ein bisschen länger dauert, aber du hattest schon ein bisschen was zu tun mit dem Alex und mit dem Achim auch, oder? Meine Fresse, der ging da ganz schön ab. Also, das war schon ganz schön toll. Also,
Ja, fangen wir mal von vorne an. Mein Start, der war zwar jetzt nicht ganz so klasse, aber der ging schon. Wo ist vorne mit einmal, da parkt da fast einer und oh, also war schon extrem mit Gewusel. Und da musste man erstmal nachgucken, wo ich hier am besten langfahre, dass ich da nicht irgendwie jemanden abschieße oder mir selber in Fleisch schneide. Ja, dann relativ in der ersten Runde sehr, sehr gut durchgekommen. Auch profitiert durch Fehler, die andere gemacht haben. Naja, und dann, ja, war mit immer Alex und Achim vor mir. Und ja, da war ich mit Alex in so einem kleinen Fight und Achim klein ein bisschen abgehauen. Also war schon toll. Und dann konnte ich nachher profitieren, dass der Alex Anfang dritten Sektor da in der Rechtskurve übersteuern bekommen hatte. Und ja, Achim war eben fast noch reingefahren und ich dann auch. Dann bin ich über der Wiese und dann hat es irgendwie gerade so gepasst. Und ja, dann konnte ich halt das Rennen recht gut kontrollieren. Ja, aber war sehr spannend, hat trotzdem sehr viel Spaß, also hat sehr viel Spaß gemacht diesmal. Und ja, ich hoffe, dass es weiter so geht, dass die Spannung so, ja, oder dass es halt, ja, diese Action. Mir fehlen gerade die Worte, ja. Die Action, genau, danke. Ja, also das Spannende ist, wenn du sagst, da hat jemand geparkt, derjenige hat sicherlich behauptet, er ist am Limit gefahren, das war so eine Unterschied. Nein, am Start, der hat wahrscheinlich okay. Den Start ein bisschen verpennt, ich weiß jetzt nicht genau. nee, die parken ja hier alle nicht, aber irgendjemand hat da wahrscheinlich den Startenklim ein bisschen verpennt und ja, war schon recht hektisch am Anfang, sagen wir mal so. Ja, dafür seid ihr alle sauber durchgekommen. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ich kann mich wieder mal nur bedanken. Ich denke mal auch im Lutz-Namen für zwei hervorragende, tolle, spannende Rennen. Seit gerade das zweite hat irgendwie so mal wieder ein Sahnehäubchen oben drauf gepackt. Das waren grandiose Duelle. Also das werde ich mir morgen sicherlich nochmal ausführlich angucken und genießen. Danke. Ja, und Glückwunsch nochmal an alle, die mit mir zusammen auf dem Podium stehen. Muss ja auch noch gesagt werden und ja. Genau. Ja, natürlich von mir auch. Kann man nicht so wirklich viel hinzufügen. Also ganz fantastisches Rennen, vor allem der zweite Lauf. Und auch an alle anderen hier, die heute nicht im Interview sein dürfen können, wie auch immer. Natürlich auch da nochmal die Gratulation hin. Dann auch das vor allem im zweiten Lauf, was da an Fights gelaufen ist, auf den Positionen 4 bis 8, war auch ganz grandios. Und leider konnten wir es nicht so häufig zeigen, weil das Podium geht nun mal so ein bisschen vor. Und ja, wir sehen uns in 14 Tagen, in 3 Wochen auf dem Salzburgring. Sicherlich auch nochmal eine ziemlich spannende Geschichte, weil ich glaube, das ist hier im GT3 Cup das erste Mal, dass wir diese Strecke fahren. Ich kann mich jedenfalls nicht entsinnen, dass wir die schon mal gehabt hätten. Und da werden wir wohl nochmal die ein oder andere Überraschung erleben, hoffentlich. Und hoffentlich auch Stefan Kahnels wieder mit vernünftigem Equipment und dass er dem König mal so richtig einen Arschheiß macht. No, also Jungs, ich bedanke mich recht herzlich, natürlich auch wieder genau bei Jens. Und wir sehen uns in 3 Wochen, beziehungsweise in 14 Tagen zum Rennen. Nee, nicht in 14 Tagen, stimmt ja alles gar nicht. Stimmt am Samstag, nächste Woche Samstag. Ja, davon mal ganz abgesehen, also in der GT1 Langstreckenserie nächsten Samstag geht es erstmal rund, aber auch hier bei uns ist es so, dass wir am 23.04. sehen wir uns hier erst wieder. Also wir haben jetzt 4 Wochen Pause. Und weil einfach Ostern dazwischen liegt, damit wir nicht wieder denselben Fauxpas haben wie letztes Jahr, dass am Ostermontag irgendwie 3 Leute auf den Server kommen. Und ja, aber am 16.04. dann in Monza zum Porsche. Entschuldigung, wenn ich dazwischen spreche, Lutz, am 1.04. Ist das World Cup Rennen. Genau, das haben wir auch noch dazwischen. Richtig. Ach, Kinnersch, genau. Nächste Woche Montag. Genau, World Cup. Nächste Woche Road America. So sieht's das aus. Das ist der 2.4. So steht es. Oder so, 2.4. Genau. Ja, der 1.4. wäre ein Sonntag, genau. Das ist falsch in den Regeln hinterlegt. Aber macht nichts. So, meine Damen und Herren. So, mit haben wir wieder einen sehr, sehr geilen Lauf hier im GSMF Cup auf gt3-cup.net erlebt. Und wir hoffen, dass das so weitergeht und freuen uns auf die nächsten Rennen. Ich sag nochmal Danke an alle und würde sagen, schöne Woche. Danke.